Von Aristoteles wird berichtet, dass er hin und her wandelnd in Schattengängen Athens zu philosophieren pflegte. Heidegger ist auf Feldwegen zu Hause. Wegmarken nennt er die Stationen im Unterwegssein. Das Ziel, auf einen Stern zugehen, nur dieses. Dankbar erinnert sich Heidegger des Feldwegs, durch den er einst, zunächst unbeholfen im Umgang mit den großen Philosophen, auf den Weg seines Denkens gebracht wurde. Aber auch der reife Denker sieht sich durch ihn ermutigt, dort unterwegs zu bleiben, wo das Ziel nicht greifbar und der Pfad nicht ausgetreten ist. Dort, wo die meisten sprachlos werden. So bleibt Heidegger natürlichen Erfahrungen nahe. Und sein Denken, weder spröde noch mystisch, ist gesättigt vom Eingesogenen, Erlaufenen, Erfahrenen seiner Landschaft, die auf die Jenseite, das Heimischwerden im Ungewöhnlichen des Geheimnisses verweist. Dass seine Zeit eigentlich so fast, könnte man sagen, die Philosophie eingeteilt hat bis 1927 und nach 1927. Heideggers Denken sucht. Es setzt ein Fragen in Gang, das dem, was ist, entspricht und das Gewöhnliche vom Andrang des Selbstverständlichen befreit. Mag der Feldweg seines Pfades sicher sein. Sein Zuspruch ist für Heidegger nicht durch Start und Ziel umrissen. Denn der Denkweg mündet, statt in abschließenden Antworten und Weltformeln, im Ungesagten des bisher Gedachten. Nicht im Überholten, sondern im noch nicht Eingeholten, das in der gewohnten Alltagssprache, in der Zwecksetzung wissenschaftlicher Terminologie, im Begriffssystem philosophischer Konstruktion leicht ums Wort gebracht wird. Der Verzicht auf die Ablenkung lässt, was ist, sein, weckt den Zug ins Weite, ins doppelte Einst der Zeiten, in die lange Herkunft und in die weitere Zukunft, stärkt die Sammlung und macht heimisch im bewegten Verweilen beim Einfachen.